Zweierkombinationen sind zwar ein bisschen lästig, aber dann doch relativ einfach. Das hatten wir nicht. Relativ einfach auszuprobieren. Naben Pandi. Wie ist alles frisch? Bin am Hacken, wenig erfolgreich. Gib alles. Ja, das ist halt. Wir haben zwei Zahlen, die sind eigentlich leicht rauszufinden. Wir haben die Null vergessen. Scheißdreck. Egal, komm, wir machen jetzt weiter. Weil wenn es da hinten weitergeht, könnte das hier irgendwie so ein Secret-Raum sein oder so. Weil man denkt, ich muss ja gar nicht mehr hier weitermachen. Aber wenn man es dann doch macht, wird man mit was ganz Tollem belohnt. Du hast auch 11 und 22 vergessen, echt? Ne, 22 habe ich eben gemacht. So, jetzt haben wir sie durch. Trotzdem danke, es kann sehr gut sein. So. Das war jetzt kein Kunststück. Hey, willst du mich verarschen? Nein! Was soll denn das? Warum sind wir denn jetzt hier wieder? Können wir die vielleicht von hier drin wieder entriegeln? Erstmal nicht paniken hier. Aber das fände ich mies. Wenn das zwei Wege wären. Das fände ich richtig mies. Lol. Ja. Hier ist auf jeden Fall auch wieder Blut. Aber man kann es ja hacken, also ist der Weg ja auch nicht falsch. Oder hätten wir zuerst hinten gucken müssen? Ach Mann. Geh runter, Nabend. Schön, dass du da bist. Euler am Start und fit. Oh oh. Oh 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 oh. Das sieht mir nach Falle aus. Guck erstmal hier. Das sieht mir nach gar nichts aus. Flat Screen haben wir auch noch gar nicht gesehen. So, ne? Die haben normal immer so alte Rechner hier überall stehen. Ach man, das ist ja blöd. Kacke, ey. Ich und Schleichen, weißt du? Ach komm! Ist doch eh gelaufen, die Nummer. Sind wir mal ehrlich. Hey PD, I need to ask you some questions. Keep your voice down. He'll hear you. Who will? The one of many shapes. We don't speak his name. Voldemort. Does he live around here? Below. He lurks below. Only comes out to hunt. How do I find him? You don't. He finds you. He always gets his prey. What are you talking about? No, I've already said too much! I won't let him hurt you if you work with me. I can't. I'm sorry. He'll know. How? He's coming. He's coming. Was? 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 Lass mich rein, du Arsch. Alter. Heute Nachmittag gab's Bräuler. Ja, siehst du. What? He's coming, klatsch, tot?
What the fuck trifft es ziemlich gut, ne? Ja. Au! Bye, bye. Oh, Alter. Was? Nicht das Ding anmachen. Okay, ich habe, glaube ich, gesehen, die Tür ist weg. Warte mal, ich habe panisch gedrückt. Wie soll man denn da drauf kommen, bitteschön? Wow, 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 wow. Hey, Foggy. In the forest. Okay, ein Wald. Warum nicht? Aktualisiert. Wir gucken rein. Finde einen Ausgang. Neugierige Nachbarn, durchsuche Wohnung, bla bla. Das bleibt zumindest noch. Finde einen Ausgang. Schon wieder Slenderman. Strange ist das Game. Das ist. Ja, aber sowas von. Was ist das? Oh! Ach! Ach, sieh mal einer, guck! Sieh mal einer an. Haben wir auch Organisches? Nee, bei Organischen legt er nicht an. Wenn ich den Elektrik-Scanner anmache... Dann sehen wir hier aber... Hier war irgendwo eine Tür. Kacke. Was passiert? Die Illusion bröckelt. Okay. Wo war denn die Tür? Interessant, das ist ja geil gemacht. Wie so ein Holodeck. Wir sind also in einem Raum, wo die Hologramme funktionieren. Und da sieht man mal, dass man die Realität komplett verändern kann. Muss hier bestimmt so Slalom durch, ne? Ja. Ah, wir ziehen Festplatten raus. Festplatten mussten wir rausziehen. Puh. Beides funktioniert. Ach echt? Okay. Krasse Nummer. Wo sind wir überhaupt jetzt? In einem gut ausgestatteten Folterladen, wie es aussieht. Krasse Nummer, echt. Andi. Oh. Mann. Diese Map, du. Ah, hier haben wir noch Bartlomei Wartrubber. Faulty Hazard Suit Notify R&D. R&D ist Research and Development. Der sieht ein bisschen aus wie Pinhead, oder? Hier drauf. Aus Hellraiser, wer es nicht kennt. Okay. Hier sind wir. Ach. Ach, warte mal. Nee. Kann das sein, dass vorher die Wand alles noch zu war und so? Aber wir wissen jetzt echt nicht mehr, was Realität war und was nicht. Ich bin dicht auf deinen Fersen. Es geht nach oben, ne? Oh, aber wir drehen langsam ab. Warte mal, wir brauchen hier unbedingt ein bisschen Medis. Dankeschön. Wir sind jetzt in drei... Ah, wir, ach nee, wir sind in Etage 300. Ah. Moment.
So, dann waren wir in dem Raum. Ach, dann kommen wir hier auch gar nicht mehr weiter. Es gibt aber noch eine zweite Treppe ins dritte Geschoss. Oder hier hinten ist noch irgendwie was versteckt, wo wir vielleicht doch durch können. Das hatten wir auch schon mal. Was heißt? Need to get out. Oh, das ist doch der... Ist das nicht der Hausmeister? Okay, das ist aber echt hier nicht viel, was wir gerade erkunden können. Ich glaube, ich erkenne das Lied, was er singt, wieder im Moment. Echt? Ich mal zurück. Du bist ein Du bist ein Ach Mann, ey. Pandi ist heute echt gut drauf. Pandi will Stress. Pandi kriegt Stress. So. Ganz schön hoch hier, ne? Frechheit, Pandi, Frechheit. Ich bin entsetzt. Wir gucken jetzt nochmal hier. Und dann gehen wir aber nochmal runter in die zweite. Oh, was? Oh. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Was hat er denn hier? Warum ist denn hier der Staubsaugroboter? Oh, wir haben verkeilte Türen. Oh, der Bot hat sich in Fastfood Hamster verliebt. Viel Spaß mit den 52 Credits. Ein Zahlenschloss. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo eine Kombination entdecken. Ansonsten versuchen wir das wieder zu hacken. Oh, das reimt sich. Zuerst entdecken, im Notfall hacken. Oh, das ist eine gute Lebensweisheit, oder? Was denn? Ah! Kamila Wojciechowska. Ready for disposal. Neural Reassignment Techniken. Hier schläft anscheinend jemand. Bin kein Mann für einen Stream, aber okay. Nein sagen kann er da auch nicht. Wir probieren es mal. Das war easy. Ja, Puppen. Hm? Genau. Genau das habe ich mir jetzt noch gewünscht. Puppen. Ja. Herrlich. Hallo? Auch hier scheinen die Hologramme zu funktionieren. Das ist doch keine Puppe, das ist so ein Android, oder? Hat hier jemand versucht, oder hat hier jemand der Puppe Essen gegeben? Das wird echt immer kränker. Modell RGA 350 Plus, nicht lizenzierte Software entdeckt. Holo Horrible, Holo Horror. 7 Todsünden der holographischen Innenausstattung. Erstens, ja, man kann auch viel Platz haben. Manchmal ist die Versuchung, den Wohnraum zu vergrößern, unwiderstehlich. Triste Wände einfach auf Knopfdruck in eine scheinbar endlose Landschaft verwandeln. Was kann da schon schiefgehen? Das erfährst du, wenn du aus Versehen gegen eine Wand läufst, die du nicht gesehen hast. Mit der tiefen Wahrnehmung spielt man nicht. Zweitens, Sehkrankheit. Etwas Leben in den Wohnraum zu bringen, ist eine gute Idee, solange es dezent ist. Ein sanftes Wiegen der Bäume einer üppigen holographischen Waldlandschaft ist eine Sache, aber zu viel Bewegung kann zu Übelkeit führen. Perfekt dazu geeignet, um zu prüfen, welche Proteinpaste man gefrühstückt hat. Lecker Proteinpaste. Drittens, Albtraum der Neureichen. Wir verstehen das. Manchmal möchten wir alle unseren Allerheiligsten etwas Flair verpassen. Leider meinen viele, dass man dies am besten mit der oberflächlichen Luxus erreicht. Mit Oberflächen, Entschuldigung.
Goldene Bögen, griechische Säulen aus einem alten Holo-Video lassen einen Raum allerdings nicht majestätischer erscheinen. Viertens, mehr ist weniger. Es ist immer gut, die Fähigkeiten deines HD-Projektors voll auszuschöpfen, aber manchmal sind es zu viele Details störend. Im besten Fall siehst du alle Makel einer ansonsten makellosen Projektion, im schlimmsten Fall verursachen die vielen Details ein Schielen. Bei holographischen Innenräumen zählt auf jeden Fall das Gesamtbild. Fünftens, hey, immerhin war es umsonst. Nur weil es umsonst war, muss es nicht gut sein. Das scheint offensichtlich, aber viele Leute dekorieren dennoch ihre Apartments mit fürchterlichen, grellen Holo-Projektionen aus einer Pop-Up-Werbung. Sie sehen nicht nur schrecklich aus, sie enthalten oft auch illegale Spyware, die deinen Projektor in eine Kamera verwandelt, um dich in deinem eigenen Wohnzimmer auszuspionieren. Es gibt Dinge, die ändern sich anscheinend nie, auch nicht in der Zukunft. Rücke dich ins richtige Licht. Sich durch seine Umgebung auszudrücken ist toll, aber dies geschmackvoll hinzubekommen ist oft schwer. Wir sehen viel zu viele Holoprojektionen von niedrig auflösenden Familienfotos, verpixelte Flecken, die aus einer Polizeiüberwachungskamera stammen könnten. Noch schlimmer ist es, wenn jemand Bilder benutzt, die eindeutig Privatsache sind. Die Grundregel lautet, wenn du es deiner Mutter nicht zeigen würdest, dann zeig es überhaupt niemandem. Siebtens, alles mit Katzen. Lass es einfach. Das ist schön. Und Clowns, wir brauchen Clowns. Das wäre dann achtens, Clowns, lass es einfach. Und aus Versehen gegen eine Wand laufen, wer kennt das nicht? Ja, vielleicht sehen wir es ja am Samstag, Bandi. Vielleicht erleben wir es ja wieder. So, schauen wir mal weiter. E-Mail. Verspätet. Hey, ich schaffe es heute nicht. Ich habe einige Dinge zu erledigen. Ich bringe dir morgen etwas Besonderes vorbei. Ich hoffe, dir und dem Baby geht es gut. Es um dich besorgt. Joanna, ich habe sie seit einigen Wochen nicht in der Therapie gesehen. Alle in der Gruppe machen sich Sorgen. Sie müssen nicht zu den Treffen kommen, wenn sie sich unbehaglich fühlen. Jeder geht anders mit diesen Dingen um. Lassen Sie mich nur wissen, dass es Ihnen gut geht. Dr. Dursky. Dann hat wahrscheinlich Joanna diese Puppe gefüttert, was? So, mit Feuer und Schwert spielen ja auch alle. Aber das will ich jetzt nicht. Das zieht sich irgendwie so. Vielleicht... Hilfe, ey. Mann, mir fehlt das verdammte Kabel für meinen Xbox 360 Wireless Controller. Sad. Oh, Mist. Aber die gibt's doch schon günstig, oder? Der Xbox 360, der war doch... Der hat doch, warte mal. Ach so. Der hat aber auch ein Batteriefach, ne? Auch Batterien reintun. Sollte wohl kommen, naja, eigentlich liegt es vielleicht schon im Briefkasten. Ja, dann mal kurz runter zum Briefkasten. Vielleicht ist es ja da. Du taust deinen Kühlschrank ab. Wie passend. Ja, warum? Langeweile. Nix zu tun. Täusche ich mich oder sind wir gerade irgendwie hier wieder woanders gelandet? Nee, hier sind wir rein.